Nein! Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker 2, One Level Per Day. Easy, von Vanessa. Okay. Meine Chance, würde ich sagen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Lasst uns den Weltrekord holen und Erster werden. Aber, das haben schon einige probiert. Das heißt, liebe Vanessa, du bekommst einen Timer. So. Oh. Mäuschen, mach mal Piep. Haben wir hier Aufgaben? Warum haben die Leute das jetzt nicht geschafft? Muss ich das jetzt verstehen? Hat sogar oben drüber gekonnt. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kriegen die Leute das nicht hin? Dass sie da aufgeben. Das ist doch ein gutes, geschenktes Level. Au. Nein! Okay, und dann haben sie schon keinen Bock mehr. Weil halt hier, da sind die Leute diese Checkpoint-Mentalität gewöhnt. Wow. Oh nein. Oh. Okay, das ist gemein. Das ist fies. Das ist fies, das ist fies. Es ist so verdammt heiß, wo ich aufnehme. Ich schwitze, denn ich sitze im Sonnenschein. Wir wollen eigentlich nur durchfliegen. So einfach. Und rechts ist gar nichts. Da sind gar keine. Wow. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Es werden diese kleinen Checkpoints. Das sind die Leute wirklich verwöhnt. Definitiv. Weil ich mich ja jetzt selber gerade dabei erwische. Na, machen wir erstmal das hier. Das hatte ich ja vorhin verkackt. Ah. Und jetzt passiert nämlich genau das, was ich befürchte, ne? Man hat den Hut nicht und man stirbt. Das ist hart. Okay, was haben wir dann noch? Was haben wir hier noch? Geht das so? Nein, das geht nicht. Das heißt also, ich muss den schon vorher erwischen. Das ist wirklich eine Hausnummer. Hä? Wie funktioniert das denn? Das muss ich jetzt erstmal ergründen. Okay.
Nein, es sah so gut aus. Verdammt. Okay. So. Ah, dafür ist der. Okay, jetzt weiß ich, wofür der ist. Hundertprozentig ist der mit dem Stern, der, wo es die Leben gibt. Na komm. Na komm. Bam. So. Das ist jetzt auch wieder. Was, der gibt die Leben? Damit hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist also der Star Run. Der Run, der hier. Wow. Okay. Na gut, dann machen wir nochmal Gummerchen. Gumba, Gumba, Gumba. Kann ich den eigentlich resetten? Kommt der Gumba-Hut wieder, oder? Oh ja, der kommt dann wieder. Das wäre natürlich auch noch intelligent gewesen, ne? Natürlich auch keine dumme Idee. Ja gut, aber was bringt es mir? Den könnte ich höchstens nutzen. Also eigentlich hat es sogar fair gemacht. Ja, eigentlich ist es sogar richtig fair, wenn man das jetzt mal so bedenkt. Außer mit den Boxen, da hat man keine Chance. So, und das ist jetzt hier wirklich ein bisschen... Ich hab's geschafft, Leute. Ich glaube, ich weiß sogar, wie man abkürzen könnte. Nee, kann man nicht. Ja, das hat sie bedacht. So, was haben wir jetzt? Da, 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 da. Als Goomba Mario bin ich durch. Nee, also von der Grundidee her ist es nicht schlecht. Wie gesagt, ohne Checkpoints, da werden einige echt meckern. So wie ich das sehe. Aber es ist möglich und es ist sogar möglich, das Level schneller abzuschließen, wenn man natürlich weiß, wie man genau drangehen muss. Schlussendlich muss ich aber sagen, es fehlt halt so dieser kleine gewisse Pfiff. Ja, es war wirklich bedacht richtig gut, dass du gesagt hast, okay gut, man kann das resetten, was aber bei diesen Boxen beispielsweise nicht geht. Das heißt also, an meiner Stelle würde ich sagen, Leute, macht zuerst die Boxen. Und dann könnt ihr die anderen Sachen machen. Ja, und es wird halt auch nicht richtig kommuniziert, so von wegen, ey, pass mal auf, wenn du dahin gehst, dann bekommst du da die Leben, aber da bekommst du die roten Münzen. Das war jetzt so, ich hätte jetzt wirklich gedacht, bei dem Stern, da bekommst du dann, weil du halt mit dem Stern rausgehst, ne,
Da bekommst du dann entsprechend die Leben. Aber gut, auch das war bedacht, darf man jetzt nicht vergessen. Denn wenn der Stern aufhört, wäre man halt dann automatisch gleich tot. Ist halt die Frage, ob man das dann da machen muss oder nicht. Ich jedenfalls für meinen Teil würde sagen, komm, es kriegt ein Herz, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Torhaut rein. Tschüss.